und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute sind wir unterwegs. Wir fahren jetzt nach Würzburg und ja, da werde ich ein bisschen mitfilmen und dann schauen wir mal. Baby ist am Start, Emily ist am Start, da sieht man nur ein bisschen ihr Popo und Silenzium 141 ist natürlich auch dabei. Hallo zusammen. Genau, und wir fahren jetzt hin. Mal schauen, jetzt ist 18.26 Uhr. So um 9 oder so werden wir wahrscheinlich da sein. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt in Würzburg angekommen. Da steht es da oben irgendwo auf den Schildchen, wenn man es lesen kann. Ja, ein bisschen hier. Klinikum und so. Ja, wir sind jetzt in Würzburg. So, wir sind jetzt ein bisschen spazieren. Wir besuchen jetzt meine Oma in Altersheim hier in Würzburg. Ist am Start, Baby ist am Start. Hier vorne drin. Silenzium ist auch am Start. Da hinten hier läuft er. So, auf dem Weg zum Altersheim, zu meiner Oma, haben wir hier das Hotel gefunden wieder, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, da haben wir unsere ersten Videos gedreht, wir zwei. Ja, viele schöne Erinnerungen. Ja, dieses Hotel, das verbindet irgendwie immer, wenn wir da jetzt vorbeilaufen. Da haben wir uns einfach kennengelernt, da haben wir gesoffen, da haben wir Videos gemacht. Also, das war einfach der Wahnsinn. Ja, diese. Oh, das sieht man die alle. Der ist daheim. Achso. Hat echt ins Auto gepasst. Aber wir brauchen es, ne? Ist die Mädle. Schön. Wieder in mein Zimmer, alles wieder in rosa, ungewöhnlich, um ehrlich zu sein, weil bei uns ist alles weiß, also schaut schon ein bisschen anders aus hier wieder. Ja, jetzt werden wir dann jetzt schlafen. Also heute war jetzt nicht wirklich viel los, wir sind ja nur zu meiner Oma gegangen, weil ich meine, ich möchte jetzt auch nicht einen Marathon laufen, ne? Soll ich ja auch nicht unbedingt, ne? Weil ich meine, es ist jetzt ein paar Tage her, eine Woche, über eine Woche oder so, keine Ahnung. Und ja, da habe ich jetzt ehrlich nicht so das Bedürfnis, jetzt Marathon zu machen. Deswegen waren wir jetzt eigentlich nur bei meiner Oma und dann waren wir wieder da und dann hat man noch ein bisschen Besuch und so. Also nichts Spezielles jetzt. Ja, jetzt werden wir schlafen und morgen werden wir dann ein bisschen Klamotten noch für die Kleine holen. Und ja, schauen wir mal. Jetzt hat sie auch was ganz Süßes an. Ich werde das jetzt euch mal schnell zeigen, was sie anhat, weil es ist richtig süß. So, wir gehen jetzt essen. Wir sind jetzt babyfrei heute. Für ein paar Stunden. Und ja, werden wir jetzt mal ein bisschen ins Lämmle gehen essen. Einzigartig gutes Essen. Also ich habe selten so gut gegessen wie in diesem Lokal. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr in Würzburg seid, geht dahin. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt dann gleich essen werden. Wir werden es für euch auch ein bisschen mitfilmen und so, ne? Ja, genau. Ja, jetzt sind wir endlich hier. Jetzt warten wir auf unser Essen. Trinken haben wir schon hier. Du hast ein normales Weizen und ich ein Cola-Weizen. Aus der Distelhäuser Brauerei. Richtig lecker, empfehlenswert, ne? Ja, genau. Ich durfte ja jetzt ganz lange nicht trinken. Und jetzt endlich darf ich mal wieder ein bisschen was trinken. Baby ist jetzt bei der Oma. Und ich habe genug abgepumpt, also keine Sorgen. Muss ich jetzt dann nicht. Also ich habe alles abgepumpt und sowas, ne? Ja, und was hast du dir zum Essen bestellt? Ja, das seht ihr ja dann. Das filmen wir ja dann auch noch. Also dann auf jeden Fall schon. Dann tun wir jetzt erstmal hier. Ja, Prost auf uns und Prost auf euch. Genau. So nach über 9 Monaten schon geil. Hat was, ne? Hat was, ja. So, jetzt warten wir noch auf unser Essen. Ja, schauen wir mal.
Ja, das Essen war richtig geil. Jetzt laufen wir gerade hier bei der, keine Ahnung, was war das vorher, Nautiland. Es wurde ja abgerissen. Ja, schauen wir mal, wann das mal fertig ist. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir wieder in Würzburg sind. Ich würde da echt gerne mal wieder rein. Bin ich schon echt gespannt. Und hier, Festung hier. Ist auch eine Sehenswürdigkeit in Würzburg. Hier, der Park ist auch richtig geil. Hier ist der Volksfest, ist hier. Aber da gehen wir dieses Mal nicht hin, weil, naja, ist mir einfach zu... Richtig teuer. Ja, vor allem bei ihm, da ist laufend irgendetwas. Also da sind lauter Volksfeste bei ihm. Also brauchen wir hier in Würzburg eigentlich nicht hin. Von daher, da haben wir bei ihm genug. Hat ja auch was Gutes, so eine Geburt. Darf man nicht schwer heben, ne? Also von daher. Oh Mann. Ja, wir waren jetzt noch einkaufen. Jetzt gehen wir endlich wieder heim. Ich habe nämlich jetzt auch echt keinen Bock mehr zu laufen. Weil wie gesagt, sticht schon noch ein bisschen. Also meine Geburt ist ja jetzt auch noch nicht so weit her. So lang her. Von daher bin ich jetzt schon ziemlich froh, dass wir jetzt wieder daheim sind. Gleich, ja. Schluckauf ist am Start, ha? Schluckauf da? Hm? Schluckauf ist doch da. So, jetzt sind wir endlich wieder daheim. Also ich merke, wenn ich so viel laufe, dann sticht's wieder. Also ich sollte eigentlich nicht so viel laufen, weil dann sticht wieder meine Narbe und mein Bauch und so. Naja, auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen noch geshoppt. Ist jetzt hier natürlich komplett alles rosa hier. Hier, Zimmerrosa, das rosa. Aber nun ja, also schauen wir mal, was wir alles gefunden haben. Also das hier. 1-Euro-Laden übrigens, das hier. 1 Euro. Das hier auch 1 Euro. Und das hier auch 1 Euro. Ja. Genau, und dann habe ich halt noch das hier. Das war in so einem, keine Ahnung, wie heißt es? Keine Ahnung, irgend so ein Laden, kenne ich gar nicht. Ja, hier so ein Winnie-Pudding mit passender Hose dazu. Ist vielleicht noch ein bisschen zu groß, aber da wächst schon rein, die kleine Maus. Dann hier so Bodies, die passen jetzt schon. Das ist Größe 50, die passen jetzt schon. Das hier, das ist richtig süß. Mickey Maus ist, glaube ich, auch noch ein wenig zu groß, aber das passt dann schon bald. Dann noch das hier, das passt jetzt schon, das ist Größe 50. Also so ein kleines Kleidchen, das passt jetzt schon. Und weil ich überhaupt keine gescheite Jacken habe, habe ich mir die Jacke noch gekauft für ihr. Genau. Ja, das haben wir ein bisschen eingekauft noch für ihr. Ja, genau. Ja, wir werden jetzt dann noch ein bisschen chillen jetzt. Ein bisschen kuscheln. Und ja, schauen wir mal, was heute jetzt noch ansteht. Aber ich denke mal nicht mehr viel. Also wahrscheinlich später dann noch ein bisschen kochen. Dann essen wir noch. Dann werden wir dann auch irgendwann schlafen gehen, denke ich mal. Und ja, sonst wird man heute dann nichts großartig machen. Morgen dann der letzte Tag noch genießen hier. Und ja, gegen Abend, morgen Abend werden wir dann fahren. Ja, genau. So, es ist nun soweit. Wir fahren nach Hause. Richtig geil. Ich freue mich schon wieder, wenn wir wieder daheim sind. Also Würzburg ist schon cool, aber nicht so, also nicht so geil. Wie Passau finde ich einfach geiler, weil, ja, ich weiß nicht, in unserer Dorfstadt, es ist so eine Mischung zwischen Dorf und Stadt, finde ich es einfach geiler, weil, ja, da ist halt einfach, keine Ahnung, da ist es einfach geiler, finde ich. Es ist mehr ruhiger und hier ist irgendwie chaotischer, finde ich.
Also ganz, ganz komisch. Jo, wir werden jetzt dann gleich fahren. Wir sind gerade noch auf der, bei der Tankstelle sind wir gerade noch. Und dann werden wir dann bald losfahren. Mal schauen, wann wir da sind. So, es ist 4. Ich denke mal so um 7:30 rum, denke ich mal. Je nachdem, weil 4 Uhr ist immer Stau gefahren. Ne? Also schauen wir mal. Aber wird schon, denke ich mal. Babys am Start. Hier hinten ist sie mit ihrer süßen Schuli. Guck mal, wie süß die Schuhe sind. Ah, Emily ist auch da. Emily, guck mal. Ja, Emily. Ja, und er ist halt jetzt noch beim Tanken. Ja, genau. So, wir genießen unser Sternler hier. Prost auf euch. Geilste Bier ever, Alter. Ja, aber also, das Radler habe ich jetzt zum ersten Mal getrunken. Also für die ganzen Moralaposteln jetzt wieder, Alkohol während der Fahrt ist ja total unverantwortlich. Das ist kein Alkohol. Das ist ein Radler, ja. Und ich trinke ein Radler zum Losfahren jetzt und das war's. Ja. Ne? Also für alle, die jetzt wieder hier mit Mimimi kommen. Ja, ja. Ne? Bei mir bestimmt auch, weil ich ja ein Baby habe, weißt du. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich habe genug abgepumpt, also verhungern wird mein Kind schon nicht, also keine Angst. Und es ist ja auch nur ein Radler und solange es kein Wodka ist, ne? Ja, mit Wodka muss ich leider noch ein bisschen warten. Vielleicht in Oktober oder so, mal schauen. Das kommt wieder. Das kommt schon noch. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die Fahrt gut überstehen genau, wieder. Genau, also das letzte Mal war es ja recht gut. Da sind wir genau, wo wir am Bahnhof von Würzburg waren, hat sie angefangen zu schreien. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Wenn nicht, müssen wir halt anhalten, aber wird schon. Also wir sind jetzt nicht in unsere Wohnung, sondern bei seinen Eltern noch. Da werden wir jetzt noch die Nacht verbringen und dann praktisch früh werden wir dann in die Wohnung fahren. Ja, jetzt werden wir ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal. Morgen früh geht es dann in unsere Wohnung. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Ja, es war wieder mal schön in Würzburg zu sein, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt wieder froh in der Wohnung zu sein. Und ja, wenn euch so eine Art Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt auch in den Kommentaren, ob ihr sowas cool findet. Einfach mal so ein bisschen so, wie man so lebt oder so. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, bis bald.